Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Montag bei uns. Ich habe gestern nicht gebloggt, gestern war Sonntag. Und gestern ging es dem Papa wirklich gut. Also der hatte wirklich seinen besten Tag gestern. Er war wieder am Lachen, er hatte keine Schmerzen mehr, er hatte nur mehr Schmerzen beim Hals, wenn er sich da drauf gefasst hat und so weiter. Also war ein guter Tag, ich habe was gearbeitet, die Kinder haben mit einem kleinen Hund gespielt, es war wirklich schön. Heute wieder Einbruch. Ihm geht es heute wieder viel, viel schlechter, er schaut auch viel schlimmer aus. Er hat wieder hohes Fieber, also er hat jetzt wieder 38 irgendwas, dann wieder weniger, dann wieder höher, also das geht die ganze Zeit rauf und runter. Wieder viel, viel stärkere Hals- und Lungenschmerzen. Er ist kurzatmig, dies, das. Also das ist wieder da. Und das ist einfach für mich etwas, was diesen Fall bestätigt. Also wenn man sich die Symptome mal durchgelesen hat, dann spricht das, wie er das beschreibt, genau für den Virus. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, nochmal bei 1450 anzurufen und auch ein bisschen Druck zu machen, weil das kann ja nicht sein. Herzlich willkommen bei 1450, Ihrer telefonischen Gesundheitsberatung. Unser speziell geschultes, diplomiertes Krankenpflegepersonal hilft Ihnen gerne weiter. Dieses Gespräch wird zu Zwecken der Qualitäts- und Beweissicherung aufgezeichnet. Bitte um etwas Geduld. Derzeit wird auf allen verfügbaren Leitungen gesprochen. Sofort nach. Ah, cool. Aufgelegt. Das ist cool, ne? Die Ärztin von deinem Arbeitskollegen gesagt? Er darf nicht in der Koordination kommen. Ja. Zu Hause bleiben, 1450 anrufen. Mama! Luisa, das geht nicht. Michelle, pass bitte auf sie auf kurz. Michelle, kannst du mir einen Kaffee machen? So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder ins Büro zurückgegangen. Ich bin nämlich vorhin nach 20 Minuten Warten einfach aus der Leitung geflogen. Danach konnte ich gar nicht mehr anrufen. Und jetzt warten wir weiter. Also, das ist krass. Ich glaube, da rufen jetzt einfach sehr, sehr viele Menschen an, weil natürlich umso mehr Zeit verstreicht, umso mehr Erkrankte gibt es. Ich glaube, am Donnerstag, ich müsste lügen, wenn ich weiß es nicht mehr genau, hat es, glaube ich, 300 oder 500 Fälle gegeben. Jetzt aktuell hat es sich verdoppelt. Also, ein paar Tage später, jetzt haben wir schon fast 1000 Erkrankte, Bestätigte. Und wir wissen nicht die Grauziffer, ne? Informationen zum Coronavirus finden Sie auch im Internet unter www.144.at/coronavirus. Es geht nicht, es geht aber nur um diesen Test. Kann man den selbst bezahlen? Aber man kann es ja nicht hundertprozentig ausschließen, dass der Kontakt nicht da war, weil wir wissen. Und diese Leute, die untersucht werden, haben die irgendeinen Beweis, dass die wirklich mit den Corona-Patienten in Kontakt gekommen sind? Oder wie müssen die das dann widerlegen? Ich meine, dann kann der Nächste sagen, ja, wir hatten Kontakt. Das ist ja wieder, also da finde ich... Verstehe, okay. Okay. Ja. Ja. Gut. Ja. Das heißt, einfach jetzt in Quarantäne bleiben, selbst sich quasi an der Nase nehmen und okay. Ja, das machen wir sowieso, also passt. Alles klar, danke schön, wiederhören. Danke, wiederhören. Ja, es schaut so aus, dass er wirklich, es wird halt nicht jeder getestet. Das muss wirklich bewiesen sein, dass er mit einem Corona-Patienten in Kontakt gekommen ist. Ja, meine Lieben, so schaut die Situation aus. Also es wird nicht jeder getestet, weil man muss wirklich beweisen, dass man in Kontakt gekommen ist. Dann wird das überprüft, dann wird der Name untersucht, also da wird dann muss der Namen sagen, die Ortschaft und so weiter. Und wie viel ist denn schön? 37,5, ja. Okay. Aber einmal so. Ja, das ist normal. Auf jeden Fall, ja,
der Herr am Telefon vom Notdienst oder wie auch immer diese 1450 Nummer, Beratungshotline, der hat auf jeden Fall zu mir gesagt, einfach wie bisher, also einfach selbst sich in Quarantäne setzen, wie wir eh schon machen, seit Donnerstag. Und ja, einfach Menschenkontakt meiden, jetzt sag aufpassen, also wie es dir geht, also wenn es dir schlechter geht, dann halt auf jeden Fall die Rettung anrufen und ja, mal schauen. Kann man nichts machen. Es wird ja wie gesagt nicht jeder getestet. Man muss wirklich beweisen mit Name und Ortschaft, wenn derjenige das hat. Wenn unser Gebiet auch zum Risikogebiet wird, dann wird wahrscheinlich jeder getestet werden. Aber solange es noch kein Risikogebiet gibt, wahrscheinlich wie in Tirol, oder? Tirol ist ja jetzt ein Risikogebiet. Da wird vielleicht dann, wenn man Symptome hat, Entschuldigung, wenn man dann Symptome hat, dann wird man getestet. Deswegen kurier dich noch weiter aus. Entspann dich. Ich kann nicht mehr liegen. Die Frau Doktor ruft dich an oder was hat sie gesagt? Ja. Wann ruft dich die Frau Doktor an? Ich weiß nicht. Als sie mir nochmal angerufen hat, aber dann aufgelegt. Ich versuche sie nochmal anzurufen. Wahrscheinlich. Ich glaube, sie kann ja auch nichts machen. Er hat mich gefragt, ob wir mit der Hausärztin in Kontakt sind. Da habe ich gesagt, ja. Dann passt. Also das ist ihnen wichtig, dass man quasi mit dem Arzt in Kontakt ist und einfach weiterhin mit dem Arzt in Kontakt bleiben, okay? Ja, das ist klar. Ja, kannst halt dann Bescheid sagen, dass ich nochmal angerufen habe und dass es halt nicht getestet wird, außer es sollte wirklich ein Risikogebiet sein. Sie wurde ja auch nicht getestet, obwohl sie mit den Corona-Patienten in Kontakt gekommen ist. Das ist einmal sehen. Und Pflegepersonal, also Ärzte und Pflegepersonal sollte untersucht werden. Weil das ist voll ein Scherz, das gibt ja. Ja. Na gut, es ist halt wie es ist jetzt, ne? Wenn wir ruhig bleiben. Ich rufe nochmal an, weil ich habe gesagt, sie rufen mich an, aber ich habe angerufen und dann aufgelegt. Okay. Brauchst du irgendwas? Dann gehe ich raus aus dem Zimmer. Brauchst du irgendein Medikament? Okay. So, der Papa wird jetzt endlich von unserer Hausärztin untersucht. Also die heute ihren ersten Tag aus der Quarantäne hat. Ja. Also ich bin so, der Papa ist einfach so happy, dass er endlich mal jetzt untersucht wird. Und er hat gesagt, er muss in die Ordination kommen über einen extra Eingang und sie wird sich spezielle Schutzkleidung anziehen. Aber er fährt natürlich alleine, ich fahre jetzt nicht mit. Bitte, pass auf, hast du niemanden? Ja, ja. Hast du deine Gesichtsmaske eigentlich noch? Ich habe meine Maske dran, oder? Wo ist diese Maske von, die du bekommen hast, als die Rettung da war? Keine Ahnung. Ich kann mich melden. Du bist doch wieder ins Zimmer gegangen. Mit der hast du vielleicht angesteckt in deiner Jacke, schau mal. Ich kann mich nicht melden. Der Papa ist wieder da. Mein Bruder ist hier. Also normalerweise beim Virus sind alle Werte unten, sobald er komplett unten und dann wieder hoch. Okay. Und bei mir sind die Werte schon, dass ich langsam wieder nach hoch, also nach oben gehe. Aha, das heißt, dir geht's gut? Ja, du schaust schon besser aus. Ich habe was bekommen, irgendwas für Medizin. Okay, das heißt, du bist jetzt, hast kein... Weil sie vermutet, dass es Corona ist. Ne? Das vermutet sie als Ärztin. Ja, weil sie kann auch nicht testen. Ja, aber von den Symptomen her vermutet sie es. Aber dir geht's gut, oder? Was hat sie gesagt? Ja, sie ist so schwankend. Also in der Früh ging mir ganz schlecht. Und jetzt geht's dir wieder besser, oder? Jetzt geht mir wieder gut, ja. Aber was hat sie gesagt? Sollst du weiter hier in dein Zimmer bleiben alleine? Okay. 14 Tage, also schon Abstand. Aber ich meine, wir haben Abstand. Also ja, ja. Kein Körperkontakt, kein... Okay. Sie ist auch sofort gerannt. Wer ist gerannt, Sophie? Die Kleine? Ja. Die kleine Emmy, ja, was ist hier los, Emmy? Was ist das für eine verrückte Welt? Papa, die Emmy hat in Mamas Zimmer geschissen. Ja, die Emmy hat in Mamas Büro ein Dünnpfiff-Häufchen gelegt. Ah, ich bin froh, dass dem Papa besser geht. Yay! Ich bin wirklich erleichtert, dass die so besser geht. Hat sie dir Medikamente gegeben? Was hat sie gesagt wegen den Halsschmerzen? Ich habe irgendwas bekommen, ich dachte, ich soll weiter mit meine Körperkräfte auf natürliche Basis, alles zu bekämpfen. Okay. Hä? Also quasi normal halt, ja, wie man. Keine Antibiotika, sie will mir keine Antibiotika geben. Und sie hat mir das gegeben. Auch Coloba. Mhm. Was ist das? Keine Ahnung, so Halspastillen. Ne? Hast du noch nicht gezahlt?
Sie hat sich angezogen wie ein Astronaut. Also? Ich erfreut sich, sie hat gerade ihre Schulsachen bekommen. Endlich mal was zu tun, oder? Nein! Was, freust du dich nicht? Ich will mit den Hunden chillen. Alles klar, du kleine Babyratte. Die Michelle hat jetzt ihre Hausaufgaben bekommen. Wie ihr seht, sie hat vier Woche vom 18. bis 20. März. Das ist diese Woche, ne? Diese eine Seite. Ich glaube, wegen auch dem. Ja, das musst du alles machen. Deutsch, Sachunterricht. Dann diese Deutsch. Eine Seite. Cool, ja dann. Achso, und das, ich glaube, weißt du was? Das ist einfach nur so, hier kannst du ein Osternest basteln. Wahrscheinlich ist das für Werken gewesen, oder? Mögen. Ich hab kein Werken. Mag jemand Werken nicht. Das ist ja nur, wenn du magst. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber du kannst es ja machen. Ein tolles Geburtsgeschenk. Aber von wem? Das sind so Rechenaufgaben. Da war jetzt eine ganz liebe Mama, da sorry, ich schaue so zerwuschelt aus. Eine Freundin, also die Mama von einer Freundin von der Michelle war da, die hat mir die Sachen vorbeigebracht, weil wir dürfen ja jetzt, das, also wir sollten das Haus nicht verlassen, also offiziell sind wir nicht in Quarantäne, aber wir haben uns einfach selbst so in Quarantäne verpasst. Also alle Leute, und voll lieb, auch eine Nachbarin war für mich vorhin was einkaufen, und zwar einen neuen Fieberthermometer, weil ich mir nicht sicher war mit dem, was wir haben. Und sie hat mir noch so Wickelunterlagen gekauft. Ich zeige euch mal, das ist voll nett. Dass ich, das ist eine Nachbarin, die hier ganz daneben wohnt. Und ich habe sie gebeten, ob sie das vielleicht für mich machen kann. Das hat sie gemacht. Und zwar nehme ich diese hier, weil wir haben ja einen Welpen zu Hause. Und wir haben das mal kurz so abgelegt. Ja, weil ihr könnt euch gerade vorstellen, unser Haus ist jetzt gerade ein bisschen zum Pipi und Kaka, ja, Dings geworden. Geh Hausaufgaben machen. Komm, du ein bisschen vorarbeiten. Aber Mama, da stehe ich vom 18. bis 20. Trotz, wenn du vorarbeitest, dann hast du mehr Freizeit. Komm, mach ein bisschen was, zumindest. Okay. Die Lara und die Luisa genießen ein bisschen iPad-Zeit. Und die kleine Emmy kuschelt ein bisschen. Ich habe Bock zu holen und du musst ganz das Video schauen. Oh, cool. Und die kleine Emmy schläft, oder? Bist du müde, Emmy Bemmy? Und sie ist eine kleine Furzkanone. Sie furzt so viel. Bist du ein Furzi? Bist du ein Furzbär? Hm? Die Sophie hat sie total lieb gewonnen. Sie spielen so schön miteinander, gell, Sophie? Du magst die Emmy, oder? Ja. Nein, schaut mal. Kleine Schwester. Aber ich finde das nicht schön. Johnny, yes, Papa. Na, Luisi, wie geht's dir? Nun. Oh, Kuss. So, erstmal die Hunde. Im Quarantänezimmer schaut es aber kuschelig aus. Was ist das? Warum liegst du jetzt am Boden? Kannst du nicht mehr im Bett liegen? Nein. Ich habe jetzt Video geschnitten, mache jetzt aber gerade aktuell die Mädels fertig. Wir gehen nämlich ein bisschen in den Garten. Ich habe auch schon Nudeln zum Kochen in den Thermomix, also in den Monsieur Cuisine, in der Lidl-Maschine gegeben. Weil danach, wenn wir von draußen reinkommen, wollen wir was essen. Also momentan fühle ich mich ein bisschen so im Spagat zwischen Haushalt. Ich habe jetzt auch schon Wäsche gewaschen, also Waschmaschine eingeschalten. Muss ja trotzdem meine Videos weiterschneiden. Ich habe alle Kinder zu Hause. Muss mich ja auch ein bisschen um den Papa kümmern, so von der Ferne. Ich mache ihm halt was zum Essen, dies, das. Und momentan fühle ich mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Aber noch habe ich Energien. Und ja, wir gehen jetzt gleich in den Garten. Ja, Sophie, gleich. Ich muss noch der Lara die Haare bürsten, währenddessen noch schnell mein Video fertig bearbeiten. Okay, danke schön. Aber was, wo ist das her, dieses Feuchttuch? Badezimmer. Sehr gut, Schatzi. Haust du das in den Müll? Ja. Danke schön. Du dran. Komm mal ein bisschen raus. Ja, ich will auch Haare. Ja.
Okay. Auchi-bauchi. Auchi-bauchi. Ein Zopf oder was jetzt? Ein Zopf und ein Haarsack. Ja, du hast mir keinen Gummiring mehr gebracht. Ich hole. Brust du eins? Okay. 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 So, ich melde mich dann gleich von draußen. So, gehen wir raus. Die Lüse hat nicht mehr, aber noch sind alle hier. So, in den Garten mit euch. In den Garten. Lara, geh vor in den Garten. Komm, Emmy. Komm. Komm. Die zwei Großen wollen Fahrrad fahren. Aber der Papa hat die Gartenhütte voll gerammelt. Soll ich dir helfen, André? Warte mal. Nein. Lass das nicht ziehen, bitte. Ich heb das hoch und du hebst das Fahrrad. Hol diesen Karton raus, danach schaffst du alles. Das ist ja nicht nur das, das ist später noch eine zweite. Was? Verstehe nichts. Das geht nicht. Topa, die hol den Karton raus und das andere. Dann schau noch Lara's Fahrrad an. Ist ja wurscht, das schaffen wir. Komm. Die zwei Großen gehen Fahrrad fahren. Also in den Wald, ja. Oder wohin geht's hier? Die Weinberge rauf, oder? Okay. Na sicher. Komm, Lisa. Schau mal, wo sind die zwei Wauwaus? Ha? Wauwau. Hier. Was macht sie zwei? Hey, du bist hingefallen. Na geh, Luisa. Komm. Magst du auch schaukeln? Magst du auch schaukeln? Ja. Der hat's Kaka nicht weggemacht. Meine Güte, echt. Oh, Michelle. Aber doch muss ich im Schatten bleiben, das heißt, die Sonne macht es wie so hell, Mama. Wenn ihr wollt, kannst du auch so sitzen. Aber das nervt mir den Sonnen. Ja, ich sitze halt so. Schau in den Wald. Sophie, da bleiben, gell? Emmy! Pass auf mit den Füßen. Kleiner Lauscher. Ja, Mami? Ich muss aufpassen, dass dieser kleine Lauser nicht davon abhaut. Lausi. Emmy, mein Name ist Anela. Schubsi. Schubsi? Ja, Schubsi. Schubsi? Ach, Schubsi. Schubsi? Gut, hast du gerübst? Hast du ein kleines Ferkelchen? Ja, na komm. Ui. Ist das schön? Wollt ihr auch mal rutschen vielleicht? Hier ist gerade Sandkisten-Action.
Mit allen Nein. Beteiligten. Mit allen Beteiligten. Die Sophie budelt ein schönes Loch. Die Emmy macht natürlich auch mit. Die zwei Mädels backen hier Sandkuchen. Oder Lara? Ist das eine Sandkuchen? Einen leckeren? Abbruch, Ach so. Sophie! Sophie! Sachen. Noch mehr. Ich weiß nicht, wo die ganzen Formen sind. Ich glaube, oh, das ist alles da. So, wir sind jetzt wieder im Haus. Die Michelle Mama räumt ihre Schulsachen Mama runter. Mia Was hast du? Wir haben Mama Mia Dreck. Mama Mia Dreck? Wo hast du Dreck? In meinen Füßen. In deinen Füßen. Ich räume jetzt auf jeden Fall mal schnell den Geschirrspüler aus und ein und dann essen wir schnell was. Ich habe Nudeln gekocht. Im Thermomix, weil es einfach schneller ging und ich musste nicht neben dem Topf stehen. Ja, wie gesagt, ich räume zuerst aber mal den Geschirrspüler aus. Michelle räumt den Tisch ab. Super, Schatzi, sehr gut. Schau mal, was das für ein Haufen ist. Bissnerisch. Hast du überhaupt schon irgendwas gemacht heute? Sehr gut. Ganz lange. Sehr brav. Kannst du den Patrick raufschicken, dass er mir beim Geschirrspüler helfen und dann tun wir essen. Nein, Papa. Warte kurz. Ja? Schaffst du? Michelle, bitte geh lieber zweimal, anstatt einmal und entfliegt dir alles am Boden. Ich hänge nicht alles am Boden, ich bin stark. Okay. Isn't it funny? Unser Mittagessen ist auch schon fertig. Ich habe hier diese Sugo verwendet. 5 Kräuter. 2 Mal. Und das erwärme ich jetzt noch ein bisschen und eigentlich ist der Tee schon fertig. Heute gibt es mal was ziemlich Einfaches. So, ist eigentlich schon fertig. Ja. Und ich schaue noch kurz runter nach der Waschmaschine. Ist die Waschmaschine eigentlich schon fertig? Nein? Wo sind die Mädels? Noch 15 Minuten. Okay. Na gut. Patrick? Kommst du? Ich habe hier noch immer Wäsche. Noch da Wäsche. Aber dann wäre ich es eigentlich eh schon fast. Das ist nämlich leer. Ja, aber wie ihr seht, habe ich noch sehr große Haufen hier. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Die Luisa isst noch ihren Hasen. Luisa mussten wir komplett umziehen, die war komplett eingesaut. Der Staubsauger macht für uns sauber und wir werden jetzt ein bisschen hier, schauen wir uns irgendwas Schönes an, oder? Wir lassen uns sehen, ob Get Out auf Netflix da unten steht so. Ciao. Es gibt kein Paw Patrol mehr. So, machen wir es uns. Ja, Michelle, hilfst du der Emmy hoch? Es gibt kein Get Out. Das ist für Kinder, Michelle. Das ist aber auf meinem Kanal. Und meines ist nicht auf Kinder, weil es so. So, ich kuschel jetzt mit meinen Mausis hier. Du musst dann halten. Das ist auch eine schöne Beschäftigung. Was machst du? Titi? Zeig mal, wie geht das? 1, 2, los! Wow, Luisa, wie cool machst du das? So geht Beschäftigung. Wo ist die Emmy? Ist immer noch bei der Michelle, ha? Hast du hier diese Ente so reingekuschelt? Ich hab sie aufgelegt in das Licht. Sie ist mein Hund. Nein, nein, nein. Schlimmer dein Hund. Es ist unser Hund. Schaut mal, diese zwei haben ein Nickerchen gemacht, beziehungsweise die kleine Emmy schläft sogar jetzt noch.
Sie ist eine kleine Stinkbombe. Ja, Sophie, du brauchst gar nicht eifersüchtig sein. Sie furzt so viel. Du bist eine Furzkanone. Du und auch eine Kack-Pipi-Kanone. Eine Pikaka- und Pipi-Kanone, ja. Natürlich. Natürlich. Was ist los, Schatzi? Hm? Hilfe. Du brauchst Hilfe. Mama, ist okay. Lara, pass auf. Hallo, Pipi. Magst du was essen? Ah ja, einige haben mich gefragt, wie der Pief den neuen Familienzuwachs findet. Ja, das geht, gell, Pief? Gewöhnt man sich dran. Und irgendwie schmeckt ihm dieses Essen nichts. Warum habt ihr das rausgeholt? Er macht mich fertig. Papa, wie geht's dir? Danke. Wie lange hast du denn geschlafen? Wie ist jetzt? Mein Schatz, geht's dir besser? Ja, aber Kopfschmerzen ist wieder da. Echt? Aber ich glaube, die geht mir besser. Ständiges Auf und Ab, gell? Mhm. Schlechter, besser, dies, das. Magst du was essen? Oh nein. Magst du was essen? Hast du was Gutes gemacht? Ich kann dir auch Nudeln mit Tomatensauce geben, Schatzi. Wir vermissen dich. Das fühlt sich so an, als wenn du gar nicht zu Hause wärst, auch wenn du hier in diesem Zimmer bist. Hey, nicht so stark mit dem Hund kuscheln. Mama, Mami. Baba, da ist noch ein. Weißt du, Kackmaus? Die Kackermaus. Oh. Mein Papa. Voll eifersüchtig. So, alle kleinen Kinder raus. Raus. Doch, der Papa ist krank. Warum du nicht? Ich bin, ja, aber ich gehe nicht auf den Papa rumkrabbeln. So, mein Lieben, nachdem ich ausgiebig mit meinen Mädels gekuschelt habe, ist es eigentlich schon wieder dunkel, meine Wimpern schauen lustig aus. Ich hätte diese Woche eigentlich Wimperntermin gehabt. Ich glaube, dass ich auch ein bisschen nervös war, deswegen auch ein bisschen an denen herumgezupft habe. Ich schaue auf jeden Fall ziemlich scheiße aus. Habe mir überlegt, die eventuell runterzunehmen mit Öl, weil das schaut schlimm aus. Da habe ich ein bisschen mehr. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Airfryer. Ja, der hat nämlich nicht mehr so hübsch ausgeschaut. Mit diesem Backofen-Grillreiniger eingepinselt. Und kann ihn aber nicht. Man muss ihn normalerweise auch so mit Folie eintüten. Aber das ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, den einfach nur einfach in eine Tüte reinzustecken. Mal gucken. Und dann möchte ich Palatschinken bzw. Pfannkuchen machen. Deswegen mache ich das gleich hier, habe ich mir gedacht, im Monsieur Cuisine. Ja, habe ich voll Lust auf Pfannkuchen, / Palatschinken. Wir in Österreich sagen Palatschinken, ihr Deutschen sagt Pfannkuchen. Und ja, gibt nicht viel zu sagen, außer dass die Frisur sitzt. Der Papa, dem geht's ja gut, das habe ich euch hier gezeigt. Geht's wieder besser? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Papa ist ja ein. Mach mir eh keine Sorgen um dein Leben. Du bist ja keine Risikogruppe oder irgendwas. Aber man macht sich halt schon Sorgen, wenn der Partner krank ist und Fieber hat und Schmerzen hat und dies, das. Man macht sich halt Sorgen, vor allem jetzt in dieser Krisenzeit, wie es halt ist. Aber ja, bin froh, dass du jetzt zu Hause bist, zumindest 2 Wochen noch. Ist jetzt in Quarantäne gesetzt, oder? 14 Tage, ne? Ja. Ja. Papa hat sein Handy schon satt und dieses Zimmer, aber da muss er jetzt durch. Dieser leichte Geruch von Kaka, der in unserem Haus immer ist, war wegen dem Hund. Ja, ein Welpe, wer schon mal einen Welpen zu Hause hatte, der weiß genau, dass der Uringeruch und Kaka-Geruch ein treuer Begleiter in der Anfangszeit ist. Ja, die spielen da gerade so schön. Kämpfen da mit meinem Patschen. Ja, dass sie, was wie Kämpfen ausschaut, ist eigentlich nur Spielen. Und die Sophie freut sich über die kleine Schwester. Und ja. Spielt ihr was, du und deine Schwester Mischka? Da! Was? Na, 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 na. Du bist ein Wappler.
Michelle, warum riecht es denn hier so nach Kaka? Okay, sie hat nicht Kaka gemacht. Furzkanone, ja, wahrscheinlich. Ja, die Sophie schüttelt sie zu stark. Wegen die aber auch hier geputzt. Mm. Ich kann diese Frisur ehrlich nicht mehr sehen. Mit einem blöden Tut. Noch mit so einem Pferdeschwanz. Oder, naja, noch mal so. Sowas. Ja, ich werde mir jetzt versuchen, die Dinger zu machen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich habe mir jetzt ein bisschen Sonnenblumenöl geschnappt und ein Wattepad. Ich hoffe mal, dass es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Wahrscheinlich wird es nicht so einfach gehen, oder doch, sagt ihr? Ich hoffe, dass es gut geht. Es tut nämlich schon ein bisschen weh, weil die schon so lang rausgewachsen sind und sie sich ein bisschen verdrehen. Das ist unangenehm. Ich hoffe, wenn ich so gut das runterziehen kann. Aber na, geht nicht. Oh, tut dem weh. Ich darf nicht so viel ziehen. Einige fallen schon ab. So, ich habe jetzt nicht alle runterbekommen, aber einige, die schon so ein bisschen verdreht waren. Und das tut schon ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen Wimpernserum drauf machen. Weil, ja, ich möchte nicht wie ein zerrupftes Huhn ausschauen. Was ich aber sowieso tue, weil ich einige lange habe und dann zwischendurch meine, die kürzer sind. Und einige sind mir jetzt auch wieder mit rausgefallen. Schaut zwar cool aus, so eine Wimpern-Extensions, aber eigentlich so mega, mega nicht gut für die eigenen Wimpern. Deswegen mache ich mein super tolles Wimpernserum drauf. Wenn ihr wollt, verlinke ich es euch gerne unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr auch eins braucht, weil ihr aktuell auch keinen Wimperntermin natürlich logischerweise wahrnehmen könnt. Bei uns hat ja alles geschlossen. Alles außer Lebensmittelapotheke und ich könnte sowieso nicht gehen, weil ich ja durch meinen Mann automatisch mit in Quarantäne bin. Also ich bin nicht gesetzt worden in Quarantäne, aber ich habe mich halt selbst in Quarantäne versetzt. So meine Lieben, bitte macht das ja nicht nach, was ich gemacht habe. Schaut mal, ich habe meinen Airfryer kaputt gemacht, weil dieser Backofenreiniger, den ich hier habe, der ist leider nicht geeignet für den Airfryer. Der ist mir jetzt komplett abgeblättert, seht ihr? Dieses Ding, da geht jetzt runter. Das ist mein schöner Airfryer. Ja, der ist jetzt im Arsch. Keine Ahnung, ob ich das noch so nutzen kann, ob es wurscht ist. Aber der ist auf jeden Fall, das Teflon ist einfach, ja, kaputt. Bei dem, beim Sieb ging es ziemlich gut mit dem Grillreiniger. Also Backofen und Grillreiniger. Aber das habe ich jetzt leider kaputt gemacht. Also bitte nicht nachmachen. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall meine Palautschinken im Airfryer. Nein, im Misux. Und hier ist der Patrick, ein rarer Gast. Er hat seine ganzen Hausaufgaben gemacht, weil er bekommt immer über E-Mail seine Hausaufgaben. Sitzt dann wirklich über den Hausaufgaben in der Früh und am Nachmittag wird stundenlang gezockt, richtig. Mit deinem Kumpel hier. Was habt ihr gespielt, Minecraft oder Fortnite? Beides. Ah, beides, natürlich, Gönnung. Weil jetzt wird ja quasi in der Früh gelernt oder am Vormittag und dann ist der Nachmittag ja frei. Weil früher war das so, da warst du halt in der Schule und dann hast du dann voll viel Hausaufgaben. Aber der hat immer so viele Hausaufgaben, der kann gar nicht, nicht mal wenn er wollte, könnte er zocken. Ja, und jetzt ist halt natürlich mehr ein bisschen mehr Zeit. Gut, ja, mein Airfryer ist im Arsch. Aber ja, gibt Schlimmeres, gell?
So, meine Lieben, zum Abendessen gibt es bei uns Frankfurter, koche ich hier, weil ich Hotdogs mache. Ich habe hier noch diese 4 Hotdog-Brötchen, deswegen habe ich mir gedacht, dass wir, ja, halt die Frankfurter kochen. Für den Patrick habe ich hier diese veganen Cevapcicis. Die schmecken ihm eigentlich ziemlich gut. Und hier mache ich die Pfannkuchen. Wartet. So. Ja, das ist mein Job jetzt. Ich glaube, dass diese Cevapcicis besser sind, Patrick. Ich muss leider gefühlt im Essen, im Stehen essen. Luisa ist nicht so gut drauf. Ja. Ich mache noch Palatschinken. Nebenher. Marmleib. Ja, die ist jetzt ein bisschen herumgebrüllt die ganze Zeit, deswegen konnte ich gar nicht vloggen. Ich meine, ich zeig doch mein Real Life, aber wenn die Luisa ihren Anfall hat, das will keiner hören, oder? Deswegen habe ich jetzt mein Handy gegeben, zur Beruhigung. Diese Zwangsferien hat ja auch damit, also alle iPads sind auf leer. Was willst du? Noch tröst, wie will? Ja, so wurscht. Bisschen YouTube-Kids. Ja, der Party. Schmecken deine veganen? Schmecken die besser als die anderen? Schmeckt genau wie das andere, Lara. Das ist genau dasselbe, was wir sonst immer kaufen. Mein Lieblingspatient bekommt... Ich muss meinen Bauch abdecken. Muss deinen Bauch abdecken, bitte schön. Danke, meine Liebe. So, ich muss schnell wieder zu den alles Kindern, gut. Weil die Kinder... Es sind 3 Stück. Ich habe eh mehr, wenn du noch mehr brauchst. Ich soll nachholen jetzt. Ja, der Bauch, der darf nicht weniger werden. Na genau, du passt auf mich gut auf. Ja. Werd schnell gesund. So. So. Du bist zu meinen streitenden Kindern. Was ist hier? Wo schimpft sie herum? Schaut mal, meine Lieben, wie die kleine Amy schläft. Ja, gleich, Luisa. Die Luisa ist auch schon müde, oder? Bist du müde? Oh, kleine Amy. Kleine Amy schläft. Sophie, gibst du Amy einen Kussi? Gibst du Amy einen Kusch? Luisa, willst du Amy einen Kusch geben? Warte, willst du ihr einen Kuss geben? Kussa? Willst du sie mitnehmen zu dir? Ja, sicher nicht. Wieso nicht? Wo soll sie schlafen? Ja. Was geht denn? Sophie! Sophie! Darf ich das der Amy geben? Das ist nur lecker, wenn man drum kämpfen muss. Okay. Achso, okay, ich wusste nicht. Njam, 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 njam. Einmal die Sophie, die beißt aber richtig rein. Einmal die kleine Amy. Einmal die Sophie. Oh, Sophie. Ich hatte so viel gespielt mit der Sophie, dass jetzt richtig Breakdown ist. Hallo, hallo Amy, Amy wach auf, Amy wach auf, aufwachen, Patrick, aufwachen, aufwachen, oh, wir haben eine Fledermaus zu Hause. Guck mal, liebst du vielleicht deine Sophia? Die Sophie ist aber irgendwie ruhiger im Umgang mit uns geworden, weil sie beißt uns nicht mehr. Jetzt mehr Kauflächen hier. Ja, jetzt wird der ganze Kauspielspaß wird jetzt mit der Amy gemacht. Und zu uns kommt sie nur mehr kuscheln. Vorher hat sie nämlich mit uns auch dieses Beißspiel gespielt und... Vielleicht braucht der Biff auch noch ein Spiel. Der Biff will Ruhe haben und schlafen.
Der will keinen Spielkameraden mehr. Der hat früher immer mit der Sheila gern gespielt, wo er noch jünger war, und die Sheila war von ihm abgenervt. Sophie, Sophie, sachte, sachte. Schau, aber sie lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Einfach, weil sie so müde ist. Also, Sophie mag spielen. Ja, ey. Aber sie ist einfach müde. Also, Sophie, da lass sie, Schatzi. Aber sie lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Schau, schau. Warte, der schaut überhaupt nicht. Au. Okay, sie ist okay. Der schaut nicht Dugan aus. Doggisch aus. Sophie, sie kuschelt sich doch nur. Ah, du kuscheln ist das? Kuscheln, schau, kuscheln. Kuscha, Sophie, kuscha. Kuscha. Richtiger Zungenkuscha. Aber sie dich, was ist das für ein Schlaf, bitte? Schau, schau, schau. Jetzt ist sie langsam, sie rollt sich wie so eine Schnecke. Sophie! Ja, sie ist beschnuppert. Jetzt sind sie wach. Also, oh. Oh, sie ist auch eine Ziege. Sophie, lass sie. Die Sophie ist aber selber, wenn sie müde ist, urziegig. Ja. Wenn man die Sophie aufweckt, knurrt sie genauso. Schau. Komm. Schau. Jetzt ist sie wach, oder? Miep. Wer hat das jetzt gemacht? Was? Du siehst sie schläft. Die Lara ist schon im Bett. Komm mit. Komm. Die Lara schläft heute bei der Michelle. Wir sagen noch dem Papa gute Nacht, ja? Ein gute Nacht, Winker. Sag mir jemand. Gute Nacht. Ich liebe euch. Wir lieben dich auch, Papa. Ich will nicht mehr alleine schlafen. Naja, zwei Wochen. Langweilig. Möchtest du die Emmy haben? Nein, sie kann viel. Da passt, habt ihr das gemeinsam. Die Schlafsituation. Mama! Ja, ich komme gleich. Also unsere heutige Schlafsituation. Mama! Ich komme gleich. Sie ist ja so bockig. Sie will jetzt unbedingt Zizi. Ja, gleich. Schaut mal, so schlafen wir heute. Du kriegst gleich Zizi, ja? Ich zieh mich noch um, ja?